Wölfe eben unterwegs. Oh, Bull. So viel zu dem Thema. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dadelbär TV. Es ist schon wieder Winter. Die Hagebutten sind am Start. Wir machen hier mal so eine kleine Runde. Wo ist das Wolfstier? Da vorne. Es gibt wieder die weißen Wölfe. Ja, ich bin jetzt offscreen hier schon mal so ein bisschen hin und her gerannt. Ich habe natürlich wieder Besuch von Jägern und so weiter bekommen in der Zeit, wo die Aufnahme nicht lief. War jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich habe mir mit dem einen ein richtiges Feuergefecht geliefert. Ich habe es halt nicht mehr geschafft, die blöde Aufnahme anzumachen. Beziehungsweise war dann auch so aufgeregt. Ja, hat halt einfach alles nicht so geklappt. Schade eigentlich. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal, dass ich euch irgendwie mit dazu hole. So, ja. Also, es ist Winter, tiefster Winter. Wir sind hier soweit am Start. Der Eisenbarren ist fertig und das bedeutet, wir können hier unseren Kotfänger einsetzen, der dafür sorgt, dass wir besseres Düngermittel für unsere Felder herbekommen. Dann können wir den Klebstoff herstellen. Machen wir jetzt einfach mal alles parallel und hintereinander weg. Das kann erstmal alles eingelagert werden. Futtertechnisch. Apropos, genau, das ist das Geräusch, was kommt, wenn so ein Erz freigeschaufelt wird. Nur mal so nebenbei und am Rand. Ich habe es jetzt einfach mal auf Eisen laufen lassen. Ja, für die anderen Sachen sehe ich im Moment noch nicht so die Mega-Verwendung. Deswegen lasse ich das jetzt so erstmal stehen. Unser Hühnchen ist schon auf Level 9. Level 10 ist nicht mehr weit. Ich bin gespannt, wenn wir das dann kaputt hauen, wie es dann ausschaut. Irgendwie sind die Eier weniger geworden. So gefühlt zumindest. Ja, also, Aufgabe für heute, beziehungsweise so die Grundidee des heutigen Tages, Nägel auftreiben, dass wir die Bude hier weiter wieder reparieren können. Dann würde ich ganz gerne gucken, dass wir hier die Baumwolle vielleicht fertig kriegen, weil wie ihr seht, der Rand ist schon wieder ganz weiß. Ich kriege zwar keinen Schaden, also wir können uns draußen bewegen, aber so richtig irgendwie eine Weltreise unternehmen, keine Kante. Mm-mm, dafür ist es zu kalt. Das heißt also, wir werden jetzt einfach mal mit dem, was wir hier haben, losrennen und gucken, dass wir vielleicht noch mal ein paar Hühnchen auftreiben, weil wie gesagt, unseres ist jetzt kurz vor erntefähig. Seht ihr, der Balken der obere ist fast voll. Das heißt, ich denke, wenn wir wiederkommen, werden wir das gute Stück schlachten können. Ja, und das Problem ist halt schlicht und ergreifend, in die Falle ist seit Ewigkeiten nichts mehr reingegangen. Also das habe ich nicht offscreen gemacht. Ich glaube, die letzten 2, 3 Folgen schon nicht. Hagebutte nehmen wir mit und jetzt kriegen wir auch schon wieder Schaden. Guckt es euch an. Also das geht echt schnell. Das Zeug nehmen wir mal alles mit. Was gibt es da vorne? Da könnte es was geben. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Da ist schon wieder ein Hundi. Müssen auch so ein bisschen auf die Ausdauer achten. Oh, guck mal, ein Elch. Ist ja richtig nice. So, dann gucken wir mal schnell. Hier gibt es 2 Erze und eine Kiste. Offensichtlich haben wir Ruhe. Nochmal kurz geguckt. Jo, sieht gut aus. Das Zink können wir jetzt gerade nicht so viel mit anfangen. Ich glaube, das brauchen wir nachher für Munition. Aber ich muss jetzt eh mal kurz ein bisschen Ausdauer tanken. Bevor wir uns hier weiter auf große Reise begeben. Ich hatte zumindest gehofft, dass ich ein Hühnchen irgendwie unterwegs finde. Aber ich glaube, das ist wieder ein Wolf. Wir machen mal langsam heute. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Pflanzenfasern, dafür laufe ich jetzt keine Umwege. Das nehme ich aber natürlich mit. Karnickel. Wir haben genug Pfeile. Und ein bisschen Proteinvorrat auffüllen kann definitiv nicht schaden. Bleibst du stehen? Genau in dem Busch drin. Na super. Das hat gereicht. Da vorne wächst eine Möhre. Möhren im Winter. Die nehme ich natürlich auch mit. Waren jetzt nur Samen. Aber egal. Hauen wir uns erstmal die Hagebutten in den Kopf. Das Tierchen ist schon tot. Kann erstmal so bleiben. Ich habe ein Hühnchen gehört. Da hinten gackert's rum, oder? Jawohl. So, guck mal, dass wir das noch holen. Dann müssen wir aber auch schon wieder nach Hause. Beten wir nur, dass das jetzt nicht irgendwo hinrennt. Aber sieht ganz gut aus.
So, wenn stehen bleibt, gibt's Hühnerfrikassee. Da hinten ist ein weißer Wolf. Bleibst du auch irgendwann stehen oder? Aha. Mist, tot. Ich hatte gehofft, dass wir es lebend kriegen, aber die Tiere sind beide tot. Naja, ist egal. Hauptsache Essen, würde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen. Jetzt gucken wir mal, das ist auch übel. Also man verbraucht im Winter, selbst wenn man jetzt ganz normal läuft, trotzdem noch Ausdauer. Also das ist echt gefährlich. Wenn man sich da so verschätzt, was so die Lebensbalken und so angeht, dann kann das richtig ins Auge gehen. Wir müssen jetzt nochmal einen großen Bogen machen. Da links waren die beiden Wölfe eben unterwegs. Oh, Bull. So viel zu dem Thema. Ach, Mist. Ja, das ist das Gemeine, wenn du so ein Berglein hochrennst. Aber gut, ist egal. Die zwei Hühner haben wir in der Tasche. Ja, hier zu Hause hat sich, wie gesagt, nichts getan. Wir haben keine Kisten gefunden oder so. Ja, halt. Das Ding wieder hier runter. Das hier hin, das Knicklicht packen wir mal hier hin. Ei ist schon mal gut. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, Tierkot bringen wir mal gerade schnell noch raus. Wieso friere ich denn jetzt hier drinne schon? Ihr habt ja wohl einen an der Waffel, ey. So, und gucken wir mal, einer gibt 1% tatsächlich. Scheint also ähnlich zu sein. Nee, gibt mehr. Baumwolle. Wie viele? 3 Stück. Da hatte ich mir eigentlich doch ein bisschen mehr erhofft, muss ich gestehen. Aber ist nicht drin. Gut. Egal, lagern wir trotzdem erstmal ein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell unseren Rucksack besorgen. Und dann können wir auch unser Hühnchen erledigen. Guck mal, wir sind schon wieder halb tot. Wir sind noch nicht mal losgerannt. Verstehe das nicht. Warum kriegen wir denn in der Base jetzt Schaden so dolle? Muss ich vielleicht das Feuer nochmal woanders hinstellen? Da können wir nicht lang. Da können wir auch nirgends lang. Sag mal, ihr veräppelt mich doch. Ist ja nicht schon kalt genug und so. Da ist der nächste. Also ich muss jetzt echt einen riesengroßen Bogen laufen, um überhaupt dahin zu kommen. Und der läuft jetzt so, dass der Bogen noch größer werden muss. Krass. Mieses, gemeines, kleines Spiel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, wenn jetzt Mr. Wolf da unten nicht auf uns wartet, sollten wir an unsere Tasche rankommen. Sieht aber gut aus. Da unten sitzt er. Da sind wir schnell genug wieder weg. Alles nehmen. Das ist die dicke Hose. Zerreiß ich. Ach, guck mal, da sind auch Samen. Sehr gut. So, jetzt ist die große Frage. Ich habe nicht, wobei, ja, 55 ist jetzt nicht so mega viel. Ich versuche jetzt erstmal den gleichen Weg wieder zurück. Gucken, ob es klappt. Schauen wir mal. Hier vorne ist Eisen. 25 Leben. Wärmekit habe ich, glaube ich, keins. Nee. Kriegt man scheinbar auch nicht mehr. Da muss ich jetzt also auch mal ein bisschen gucken, dass wir die bauen noch. Ja, und eine Sache, die mir halt auch tierisch aufgefallen ist. Es gibt ja auch Erste-Hilfe-Kits und so weiter. Das habe ich ja noch nie benutzt. Wozu? Brauche ich ja nicht. Sterbt doch so oft genug. Brauche ich keine Erste-Hilfe-Kits. Sollte ich mich auch mal mit auseinandersetzen. Da muss ich aber, glaube ich, mich ein bisschen mehr um die Thematik mit den Fischen kümmern. Oh, sehr schön. Aber ich glaube, Hagebutten und Wasser konnte man jetzt nicht so gut kombinieren. So, und lass mal schnell sehen, dass wir nach Hause kommen. Ist das? Mist, ich habe es aufgescheucht. So, dann drückt mir mal die Daumen, dass wir vielleicht noch was in der Falle haben. Haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. 8. Genau, unser Hühnchen, da können wir uns gleich noch drum kümmern. Aber jetzt geht es erstmal hier rüber. Schnell aufwärmen. Schlachten. Schlachten. Hagebutten können wir essen. Das würde ich tatsächlich für den Moment noch aufheben. Und ich glaube, hier war der Platz frei. Ne? Genau. Jo, sehr gut. So, dann gehen wir wieder rein. 4 Nägel haben wir. Damit können wir schon mal ein bisschen was reparieren. Gleich noch den Hammer aus der Kiste holen. Dann kriegen wir das auch hin. Das kann alles
Nee, stopp, das habe ich gerade erst rausgeholt. Das kann alles rein. Das würde ich jetzt auch einmal aufheben wollen. Und das kann hier rein. Hammer, da ist der Hammer. Eins, zwei, eins, zwei. Essen, essen. Ja, guck mal, das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Das lagern wir wieder ein. Hier haben wir jetzt ein bisschen was. Das Ei würde ich mir wohl noch reinpfeifen. Den Dünger verarbeiten wir natürlich auch direkt. Verbraucht sich natürlich auch super schnell. Aber ist egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Die Ernte hier hat die ersten Tomaten. Oh, guck mal, und hier sind auch zwei Rutschen Tomaten drin. Also ich denke mal noch so zwei, drei Durchgänge, dann haben wir da auch unsere Tomaten vollständig. Gut, also der Ofen muss woanders hin. So viel steht schon. Das ist mir gar nicht aufgefallen, so ein Mist. Wo stellen wir dich denn mal hin, mein Lieber? Weil so hat das, finde ich, ist das irgendwie doof, wenn ich dich jetzt hier so hinstelle. Ja, steht jetzt so ein bisschen ab. Aber hier schon nur noch 35%. 59. Boah, wieso nimmt das so mega stark ab? Das ist ja übel. Das ist ja echt übel. Aber ist egal. Müssen wir jetzt durch. Wir brauchen das. So, würde ich jetzt so machen, dann sollte es gut sein. Ja, das reicht mir. Okay. So, also ist das hier jetzt die Ecke, wo wir uns am meisten aufhalten werden für den Moment. Und ja, wenn es so ist, wie es jetzt scheint, müssen wir halt damit leben, dass wir zwischendrin auch mal... Nee, stopp, das hier wollte ich jetzt boosten, ne? Wegen den Tomaten. Jawohl, passt. Stöcker habe ich, glaube ich, schon welche eingelagert, ne? Jawohl. Zack, so, das läuft auch. Gut, ja, was ist denn das nächste Bauvorhaben? Eine Heizung. Hält die Basis an eisig kalten Tagen angenehm warm. Gut, können wir alles schon bauen, sehe ich aber jetzt aktuell noch keinen Zwang zu. Diese hier, die würden mich jetzt tatsächlich mehr interessieren. Wie viel Klebstoff haben wir denn jetzt zusammen? Wir haben sechs, guck mal. Sechs Klebstoff, das würde für ein Windrad reichen. Kann man irgendwie sehen, wie es mit Wind oder so aussieht? Nee, ne? 34 Tode. Cool. Haben wir wieder gut hingekriegt. Ach so, hier sieht man nochmal so richtig Stats, was man alles so gesammelt hat und so. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wie nennen die denn hier die Pumas? Pumas, okay. Schneewölfe, Elche, Fledermäuse, die habe ich noch nicht gesehen. Wels habe ich noch nicht gesehen. Forellenbarsch, na gut, so viel geangelt habe ich hier jetzt tatsächlich nicht. Und Wildschwein habe ich auch noch keins erlegt. Ja cool, das wusste ich gar nicht, dass das gibt. Wir haben keinen Spawn. Und warum läufst du eigentlich? Völlig unnötig gerade. Völlig unnötig, was ich hier mache. Füllen wir meinen Laden direkt wieder auf. Ja, dann lass uns mal losrennen. Wir haben Leben wieder gut gefüllt. Essen und so ist auch alles im grünen Bereich. Dann trinken wir noch einen Schluck. Die Flasche nehme ich mit. Und hier nehme ich auch noch mal eine Flasche mit. Und ja, das ist okay. Eine lasse ich auf jeden Fall hier. Mal einmal die Flaschen schnell auffüllen. Mich noch mal um die Felder kümmern. Und dann laufen wir noch mal los. Jo, perfekt, das passt. Ach so, das Hühnchen wollte ich erlegen. Code nehmen wir gleich mit. Komm, machen wir schnell. Gucken wir mal zusammen. Mein erstes Level 10 Huhn. Wie läuft denn das hier? Kann ich das so hochheben? Jo. So, und jetzt töten, schlachten. Alter, was kommt denn da alles raus?
Okay, das ist geil. Gut, wir müssen also ganz, ganz schnell ein neues Hühnchen besorgen. Machen wir. Laufen wir jetzt nochmal schnell rein, das Zeug loswerden. Das können wir da reinpacken. Das geht hier rein. So, was passiert hier mit dem dicken Huhn? Kann ich das da reintun? Nee. Kann ich zerteilen. Premium Hähnchenfleisch. Nice. Hau ich mal rein hier. Die Federn lagere ich mal ein. Das sind Premium-Federn. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Warte mal. Hier. Premium-Pfeile. Kristalle. Okay, die sind also auch richtig teuer. 1700 Strom. Mein lieber Schwan. Gut, müssen wir uns auch nochmal mit auseinandersetzen, definitiv. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Strom ist ja trotzdem positiv. Zwei Spawns haben wir wieder, finde ich auch gut. Oh, das dauert aber. Tauschen wir die beiden nochmal aus. Das hätte ich jetzt echt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so lange dauert. Ist noch nicht mal halb gar. Ich hoffe, das kocht da drin überhaupt. Achso, hier brauche ich ja gar nicht weiter gucken, weil ist ja gar kein Tierchen mehr drin. So, dann boosten wir unsere Tomaten nochmal. Ist nicht viel Dünger immer, ne? Streng genommen müsste ich die ganze Zeit rein und rausrennen und den neuen Dünger immer wieder reinlegen. Aber nee, das ist mir jetzt auch nicht wert. Ach, guck mal an. Jetzt ist scheinbar gar. Steht nichts dahinter, ne? Höchstgesundheit und Höchstausdauer? Bleibt das dann für immer oder ist das nur... Das kenne ich überhaupt noch nicht. Kriege ich dadurch jetzt mehr Punkte? Und wenn ja, bleibt das dann? Ja gut, muss ja irgendwie, ne? Plus 0, 1, 1. Oder ist das dann so ein temporärer Buff-Effekt? Gut, also da ich jetzt noch nichts gesehen oder gekriegt habe, warten wir das mal ab. Irgendwas hatte ich gerade noch. Ach genau, meine Möhre wollte ich essen. Und dann würde ich sagen, lass uns mal losrennen. Den Hammer lasse ich hier. Das Fleisch nehme ich mit, die drei Pfeile nehme ich mit und dann gucken wir, dass wir ein neues Hühnchen auftreiben. Es wird auch schon wieder dunkel, mein lieber Schwan. Mein lieber Schwan, da machen wir jetzt hier nochmal eine kurze Runde. Machen wir heute eine kurze Folge, dafür war die gestern ja mega lang. Da unten ist eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Nehmen wir auch mit. Da ist ein Hühnchen. Komm. Stehen bleiben. Es lebt. Yes. Gut, das ist tatsächlich eine Art Ausflug, den ich gern habe. Verband. Da ist noch eine Kiste. Nehme ich auch mit, klar. Brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Brauchen Tomatensamen. Sehr gut. Passend auch zur Ernte gleich. Gut, die ganzen Pflanzenfasern lasse ich da jetzt tatsächlich einfach mal stehen. Da ist immer noch kein Tier drin. Gut, dann lass uns mal das Hühnchen hier direkt reinlagen, legen. Ali hopp. Ja, läuft doch. Guck mal. Dann haue ich dem die Hagebutte auch gleich rein. Das wird alles eingelagert. Das auch. Ja, dann gehe ich nochmal raus und guck mal nach dem Feld. Da ist noch nichts fertig. Wasser ist genug drin. Hier die Karotten, die müssten noch jetzt langsam mal. Jawohl, das geht schon mal. Können wir da gleich die Tomaten reinstopfen. Richtig nice. Das gefällt mir. Guck mal. Das Hühnchen kriegen wir jetzt auch aufgepäppelt. Machen wir hier halbieren und Hühnchen kriegt zwei, ich behalte eins. Und dann hauen wir hier den Dünger nochmal rein. Gut, also aktuell können wir uns draußen noch einigermaßen bewegen. Das heißt, ich würde jetzt nochmal gucken wollen, wie sieht es mit Brennmaterial aus. Habe ich da noch was? Bisschen Holz habe ich tatsächlich noch. Ist auch eigentlich noch genug drin. Nö, alles gut. Nee, pass auf, dann machen wir das jetzt so.
Dann machen wir heute tatsächlich mal eine etwas kürzere Folge. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Bis morgen. Tschüss.